Herzlich willkommen, hochverehrtes Publikum, im kleinsten Zirkus der Welt. Im Museumsdorf Kloppenburg können die Besucher zurzeit einige Erinnerungen aus alten Zeiten wieder aufleben lassen. Bei der ersten historischen Dorfkirmes erstrahlen die alten Fahrgeschäfte wieder in neuem Glanz. Ja, was zu einer richtigen Dorfkirmes eben halt dazugehört. Ein Pferdekarussell, ein schönes altes aus der Zeit um 1900, das aus dem Ammerland stammt. Dann aber vielleicht sicherlich der Knüller, die Raupenbahn aus den 30er Jahren, die hier zum ersten Mal wieder seit 7 oder 8 Jahren offiziell ihre Runden dreht. Ja, zu einer Kirmes gehört natürlich auch Hau den Lukas, gehört eine Schaubude, gehört eine Schießbude, gehören Trinkbuden und eine Kinderschiffschaukel. Also das Programm ist ziemlich rund. So manche Besucher fühlen sich hier in ihre Jugendzeit zurückversetzt. Das Schöne ist das Ganze drumherum. Diese Musik, das Fahren und ja, das Umfeld, würde ich sagen. Das drehende Karussell, wo sich das Karussell im Karussell nochmal dreht. Das habe ich als Kind schon geliebt und liebe ich heute noch. Das Pferdekarussell, ja, und die Schießbude natürlich. Ja, und als Kind gab es ja auch immer diese Schiffschaukeln. Also das kommt mir dann auch wieder bekannt vor. Denn. Auch Uwe Meiners hat ganz eigene Erfahrungen mit der Kirmes gemacht. Also mein Jugendtraum ist einfach gewesen, einmal Auf- und Abspringer bei der Raupenbahn zu werden. Die historische Dorfkirmes lockt auch junge Leute. Kirmes ist nämlich nach 50 Jahren noch hip. Ich finde, Menschen in unserem Alter sollten noch mal sehen, wie das früher aufgebaut war. Und es ist ja auch so nostalgisch hier. Meiner Meinung nach ist Kirmes heute immer noch aktuell, weil die Atmosphäre ist einfach einzigartig. Das gibt es nicht bei anderen Festivals wie Rock am Ring oder in Nürnberg. Das ist was ganz anderes. In den 30er Jahren knutschten die Teenager ganz ungestört in der Raupenbahn. Aber das ungestörte Küssen ist auch heute noch reizend. Also ich hatte auch vor, mit meinem Freund da nochmal hinzugehen. Ehrlich, also das ist immer eine Gelegenheit zu knutschen. Die historische Dorfkirmes ist noch bis Sonntag im Museumsdorf Kloppenburg zu besichtigen und zu erleben. Und wieder dabei sein, wir zuschauen, wir halten noch.